Extrablatt, die neuesten Nachrichten. Was denn? Extrablatt. Was denn für Nachrichten? Es wurde wieder ein Portemonnaie mit sehr viel Geld gefunden. Ach, und wer ist der Besitzer? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist einer von euch da raus. Jo, was glaubt, Freunde? Heute drehen wir den zweiten Teil vom sozialen Experiment, da der erste Teil so gut ankam, ja. Wir werden aber dieses Mal eine Schippe drauflegen. Wir werden in eine Großstadt gehen und werden dort unsere Flyer verteilen. Und zwar nach Düsseldorf, Freunde. Wir werden mal wieder das Vertrauen der Menschen testen. Ich hoffe, dass wir morgen mehr Anrufe bekommen wie letztes Mal, da es ja an einem Feiertag an Weihnachten war und so kurzfristig war. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Wir werden jetzt unseren Text zusammen verfassen. Und ich denke mal, wir werden vielleicht, ja, knapp 1000 Euro reinschreiben und ich bin gespannt, was passieren wird, denn wir werden einiges mehr uns wagen dieses Mal, wie als davor im Video, ja. Ihr habt es euch auch gewünscht, ey, bitte sprich doch mal die Leute an und befrag sie mal, warum sie gelogen haben und so weiter. Also ich bin mal gespannt, was passieren wird. In dem Sinne, hinterlasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr weitere Teile sehen wollt, also let's go. So, hallo, komm mal, ich habe am Dienstag, den, was war gestern, 21. Boah, hast du gut aufgepasst, Digga. Ja, kennst du damals die Schule? Immer. Ich schwöre auf alles. Boah, das ist auch wieder 2020. Ja. Ich habe am Dienstag, den, ja, 12.01.2021. Gegen Mittag. Ein Portemonnaie. Genau. Mit, wie viel machen wir? 760 Euro irgendwie. Mal 780. 780 Euro Bargeld gefunden. So, wir sind jetzt angekommen hier in Düsseldorf an der Kühe, ja. Wir haben gerade kurz vor 23 Uhr. Wir suchen jetzt ein ruhiges Plätzchen, wo wir parken können. Ja, ab da hinten ist natürlich auch ein Moment. Tief und fest am Schlafen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ein kleiner Powernap. Das ist der nervigste Part, Freunde. Immer wieder diese Tesaband. Bei dieser Kälte, ne? 30 Zettel jetzt. Überall aufkleben. Alle todmüde. Ganz Tag unterwegs gewesen. Okay, komm. Der wird nicht halten. Klebt doch mehrmals, Bruder. Er versteht den Sinn nicht. Mach einfach. Ich glaube, wenn du Architekt wärst, ne? Das Haus würde bei. Das Haus würde das bei. Haus. Das, das Haus. Warte. Das Haus würde beim Einschlafen einkrachen, wenn die schlafen würden. Also Abdel meint, das wäre hier ein guter Ort, weil hier eine Bushaltestelle ist und einige Leute auf den Bus warten, aber ich glaube, Bruder, keiner wird hier hingucken. Doch, Bruder. Wenn du, guck mal, wenn du hier so stehst, guckst du doch so aus Langeweile. Hä? Was ist das denn? Da hat jemand Geld gefunden. Hell und so. Mach mal richtig so, schön. Bruder, was hast du gemacht? Ja, so ist, Bruder, so ist das hier, was hier passiert? Guck mal hinten, was passiert. Der Systemfehler passiert. So, jetzt. Der System, das ist der System. Sollen wir am Bus kleben? Bus. Falla, so ganz schnell nebenbei am Bus kleben. Nein. Problem, Leute, wir haben 12 Uhr nachts und die Leute laufen hier rum, ne? Also wir checken das gerade selber nicht. Was ist das hier? Dings, ne? Automat? Ja, hier kommen die Tickets kaufen. Boah, frag mich, ob ich ein Ticket gekauft habe mein ganzes Leben. Ja, ich meine ja, aber hier kommen die Leute. Hä? Hä? Du kaufst dir die ganze Zeit Tickets. Ja, ich kauf dir ein Ticket, aber ich habe noch nie mir sowas gekauft. Jalla. Früher. Ich kenn nur Schwarzfahren. Jalla. Also ich habe noch nie in meiner ganzen Leben, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ne? Komm, jetzt gehen wir hoch. Ich hatte nur einmal 2000er Ticket von meinem Nachbar, habe ich schon mal benutzt. Ohne Name, das waren die besten. Beste Zeiten. Sollen wir noch eine hier machen, da an diese Rolltreppen? Ja, komm. Extrablatt! Die neuesten Nachrichten! Extrablatt! Ich hoffe, das hält. Oh, sehr gut, warte. Ey, wir haben noch eine sehr wichtige Stelle vergessen. Welche? Eine wichtige, sehr, sehr wichtige Stelle auf der Königsallee. Da geht jeder Mensch hin. Also jedes Mädchen ab 1000 Instagram-Follower, abwärts. Ab 500 schon, ne? Extra! Boah, ist mir eigentlich nie aufgefallen, dass das so billig aussieht. Guck mal. Das habe ich auch. Ah, das I ist abgefallen. Ja, die haben es geklaut. Jemand hat das I geklaut und hat das in sein Zimmer gehängt. Jetzt macht der Bilder im Zimmer. Nee, wieder bist du. Ah, das fällt. Nee, hält nicht. Nee, nee, das hält. Kusi. Kusi. Wallah, er macht auf dir. Wallah. Das hält wenigstens. Und er ist nochmal unten. Billie Jean, Billie Jean. Christian, ja, ja. Guck mal, das hält gar nicht hier. Kleine Recherche hier machen. Wie lange? Zu lange. Kannst du dieses Format nächstes Mal nicht im Sommer drehen, oder? Boah, so normale Wärmetemperatur. So, Freunde, wir haben jetzt 0:12 Uhr, ja. Wir sind endlich fertig. Wir fahren jetzt nach Hause, wir sind platt.
Und morgen geht's dann los mit Anrufen. Ich bin mal gespannt, wer das anrufen wird und wen wir treffen werden. In dem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Moin moin Freunde, wir haben jetzt den nächsten Tag, ja. Wir haben ihn jetzt eben, die SIM-Karte aktiviert. Wir haben aber hier eine Mailbox, ja, vor, glaube ich, knapp einer Stunde. Wir lassen mal anklingen, weil wir wollen ja unser Guthaben nicht leer bringen, leer machen. Jan Mittermeier? Ja, hallo, schönen guten Tag. Mit wem spreche ich da? Ja, schönen guten Tag. Hier ist der Jan und Sie sind? Ach, Sie haben mich angerufen. Genau, Sie hatten mich angerufen auf diese Nummer. Ach so, genau. Ich habe Sie heute angerufen wegen dem Portemonnaie. Ach, wunderbar. Ist das Ihr Portemonnaie? Ich denke, dass es halt von meinem Vater ist. Weil das war ein bräunliches Portemonnaie, bräunlich dunkel. Ja, es war dunkel. Ja, so ein Lederportemonnaie. Ja. Sind Sie ansässig in Düsseldorf? Ja, genau. Haben Sie es an der Kö verloren? Mein Vater ist ab und zu halt auch an der Kö nicht in den letzten Tagen gewesen. Sie haben gesagt, es war am 12. gewesen, richtig? Genau, genau. Weil ich spreche ja gerade von meinem Vater, weil er spricht ja nicht so gut Deutsch, deswegen. Ach so, okay. Ja, also wie gesagt, in dem Portemonnaie befand sich natürlich jede Menge Geld, ne? Aber, ja. Aber leider kein Ausweis. Das hat mich natürlich etwas gewundert. Ein Ausweis und so etwas? Ich denke mal, sein Geld hat er in meinem Portemonnaie oder sein Ausweis hat er in so einer Klammer oder halt in so einem, so einer speziellen Hülle mal drin. Nicht Blätter, wie nennt sich das? Ich verstehe Sie. Wie so ein Buch. Ich verstehe Sie. Sind Sie denn in Düsseldorf? Ich wohne in Düsseldorf, genau. Sollen wir so machen, dass wir uns dann morgen dann treffen einfach? Mir ist beides recht. Ansonsten könnte ich es heute Abend vorbeibringen. Okay. Alles klar, würde ich dann sagen Sie einfach Bescheid, ja? Ich melde mich bei Ihnen, bis später. Alles klar, danke, ciao. Tschüss. Okay, Freunde, wir haben einen Fisch, ja? Wir werden jetzt gleich auf die Kühe fahren. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, so ein paar Dings, Ausrüstung, wie bei Fortnite mitnehmen. Also wir brauchen auf jeden Fall ein paar verschiedene Sachen, Digga. Ja, okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir lassen uns das einfallen und dann sehen wir uns gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Abend in Düsseldorf. Ihr müsst wissen, mit denjenigen, wo ich telefoniert habe, er ist leider abgesprungen. Also ich habe ihn angerufen, Mailbox, ich habe ihm eine SMS geschrieben, er geht nicht mehr dran. Entweder sind wir aufgeflogen oder er ist schlafen, hat Handy aus, keine Ahnung, ja. Er wollte ja so oder so sich eigentlich morgen treffen. Mich hat aber eben jemand angerufen, ja. War auf jeden Fall ein Kanacke, habe ich gemerkt. Und wir konnten das leider aber nicht aufnehmen, weil ich zu Hause war in dem Moment und Burak im Studio. Wir haben jetzt abgemacht, dass wir uns kurz vor 1 Uhr auf der Kühe treffen. Wir haben 0.40 Uhr, ja? So, ich lasse jetzt einmal die Nummer klingeln, Freunde. Moment. Okay, ich habe aufgelegt. Er soll mich anrufen. Ich bin eingespeichert unter Kühe Geld. So, okay. Mal gucken. Okay. Sehr leise. Bist du dran? Ja, hallo. Schreib mir da. Sind Sie schon auf der Kühe? Ich gucke, ob du mich geredet hast. Hallo? Ja, bis später, ciao. Hallo? Hallo? Ja, hallo, sind Sie auf der Kühe? Ja, ich bin auf der Kühe. Ja, wunderbar. Ich würde dann sagen, ich bin jetzt auch in wenigen Minuten da. Wo haben Sie denn den Zettel gefunden? Den Zettel habe ich an diesem Dior-Shop gesehen. Der hing da. Wunderbar, wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, kommen Sie bitte zum Dior-Store. Wir würden uns dann da treffen. Ich bin in 5 Minuten da. Ja, okay. Okay, bis gleich. Jo, ciao. Ciao, ciao. Was denn? Du hättest fragen müssen, wann der da ist. Der meint ja jetzt, keine Ahnung. Ja, okay. Sollen wir mit Auto vorbeifahren oder wie? Bruder, der war aber nicht alleine, ne? Sag ich dir so, ja? Wie es ist. Bruder, der hat doch. Mit wem hat er geredet damals? Ich weiß nicht, Telefon oder der andere? Ja, lass erstmal mit Auto dran vorbeifahren. Am Ende stehen da 9 Leute. Die klauen uns, Alter. Kerry, wo bist du? Wir brauchen Hilfe. Muss so Schlägerei nachts Königsallee machen. Freunde, fahren jetzt zum Dior-Store. Wo war nochmal Dior? Links, hier, ne? Ich bin jetzt gespannt, Walla. Also wirklich, was für Junkies um die Uhrzeit sich dabei denken, so komm, wir treffen uns. Weil die denken, die kriegen jetzt Geld. Also die haben auf jeden Fall nichts zu tun morgen. Wir haben keine Arbeit, nichts, dass sie sich jetzt mit uns treffen. Guck mal, Burak, hinten getönte Scheiben. Ich weiß nicht, ob man das gut, können die Leute das gut sehen durch die Scheiben? Ich weiß nicht. Ich fahre langsam vorbei. Abdel, guck mal, ich mache jetzt die Lichter erstmal aus. Du darfst nicht rechts gucken. Ja. Guck so, als wenn nichts wäre. Ich komm jetzt da runter. Ja. Als wenn nichts wäre und wir gucken, ob die schon da sind. Müssten eigentlich. Oh. Ja. Ach, da steht einer. Was ist alleine zu zweit? Warte. Boah, der sieht nicht. Boah, der sieht warum, nicht gesund aus. Warum hat der erstmal alles schwarz an? Warte. Halt Kamera stabil. Guck, von wo du am besten filmen kannst. Fahr nicht zu langsam, weil sonst ist das auffällig. Ja, ich fahr normal. Ey, die sind zu zweit, Digga. Zu zweit. Bruder, die sind auf jeden Fall. Alle beide mit Mütze, ne? Die sind auf jeden Fall nicht beide. Das sind so real. Warte, soll ich parken? Rechts, links? Park hier rechts. Ich muss das rechts erstmal, ne? Weil wir kamen von links. Ja.
Das darf nicht so auffällig werden. Ja, die sollen nicht wissen, in welchem Auto wir sind, falls was sein sollte. Aber von wo filmt Burak? Sollen wir von dieser Gasse reinkommen, der filmt von oben bei Dior? Wir fahren da rein, wo wir einmal Bilder gemacht haben. Wir kommen von der Gasse rein und da filmst du dann. Du kannst nicht von Auto aus filmen, Bruder, geht nicht. Du musst dich bewegen. Ja, okay. Das Auto ist zu auffällig, wenn das wieder dahin fährt. Ja, okay. Freunde, wir haben jetzt die Kameras gewechselt. Wir haben extra eine Kamera, damit die weit zoomt. Wo sollen wir das hin tun? Bruder, das ist jetzt echt so eine Frage. Du bist komplett voller Schwarz, du musst das nehmen. Du nimmst das, nicht ich. Ich hab weiß. Guck mal hier dran. Oh, perfekt, das ist geil. Guck. Was ist das? Ey, komm mal, Mikrofon. Ach so, ja. Wir gehen jetzt mal erstmal hoch, wir gucken, wo er am besten filmen kann. Und wir beobachten erstmal ein bisschen. Wir sind noch bei der Kriminalpolizei. Es gab doch noch einen Weg dahin. Nein. Sobald wir die sehen, bohrt du in eine Ecke und wir tun so, hey, was, wir kommen dann dahin. Ja. Komm, komm. Bruder, warum stehen die nicht hier? Warum steht, hier steht keiner. Nicht, dass sie in diesem Auto sind oder so, ja? Komm mal hin, ich ruf die mal an. Du musst auf jeden Fall aufpassen hier, Alter. Hallo? Hallo? Ja, wir sind jetzt hier vor dem Dior-Store, wo sind die denn? Ja, wir kommen jetzt auch vor dem Dior-Store. Ja, wir sind jetzt genau hier, wo der Zettel war, ne? Wo der dran geklebt war. Ja, da einfach. Alles klar, jetzt. Alles klar. Ciao. Ciao. Kommen die von hier oder von wo kommen die? Jo. Hi. Hi. Genau, haben Sie es verloren? Ich hab's verloren. Mit wem haben wir telefoniert? Mit dir? Mit mir haben die telefoniert. Okay. Wunderbar. Erstmal. Kannst du geben, ne? Ja, erstmal vorab. Sie haben das Portemonnaie verloren? Ja. Können Sie mir vielleicht nochmal kurz beschreiben? Ich muss nochmal kurz runtergehen. Welche Farbe, also wie sah es aus in der Zeit? Schwarz. Können Sie mir vielleicht sagen, warum kein Perso, nichts war drin? Also du hast ja nicht mal ein Perso oder Führerschein oder so drin gehabt. Also. Ich habe sowas niemals in meinem Portemonnaie drin. Ne? Gar nichts. Schon ich habe nur mal Bargeld und vielleicht mit einem Gutschein oder so habe ich drin. Also mehr nicht, ne? Okay, weil wir wollten es eigentlich auch der Polizei abgeben. Nein, brauchst du das? Ich gebe nicht direkt. Ja, wir müssen dann sicher gehen, ob es wirklich deins ist. Ja, der hat doch schon gesagt, was der da ist. Ja, aber müssen wir erstmal genau, also können wir jetzt nicht so direkt vertrauen. Ne? Du musst halt bedenken, kann jeder sagen, das ist mein Portemonnaie. Gib einfach diese Portemonnaie jetzt her, ne? Moment, Gib einfach diese Portemonnaie, fertig. Also. Bruder, wir sind auf korrekt gekommen. Wir wollen das ja auch. Ich hab keine Zeit. Bruder, wären wir nicht hingekommen, also wir wollen dir das ja auch geben, aber wir wollen es nur nochmal sicher gehen. Bruder, wenn du sicher bist, dass das dein Portemonnaie ist, wir können es auch bei der Polizei abgeben. Ne? Brauchst du nicht der Polizei abzugeben? Warum, wenn du sagst, Bruder, du nicht, Alter? Bruder, das war nur ein Experiment, Digga! Digga, das war nur ein Experiment. Wir haben was für Experiment? Ey, wir erklären euch das. Wir erklären euch das. Wir drehen mit total. Jungs, Chimmer, wir drehen mit versteckter Kamera. Ja. Oben ist versteckt. Wo? Also, wir haben alles gefilmt, Jungs. Wir wollen aber auch nichts gegen euch verwenden oder sonst was. Löschen wir, ist kein Problem. Habt ihr uns umsonst hier hingeholt? Jungs, ey, das war doch nur ein Test, Alter. Wir haben doch kein Geld. Es gibt doch kein Geld. Das war doch nur ein. Kleiner Test, oder? Löschen wir, keine Sorge. Yalla. Zappo. Lass sie weg, Burak, lauf zum Auto! Lauf zum Auto! So, Freunde, wir gehen jetzt Richtung Auto. Das Gute ist, wir haben keine Schläge kassiert. Wir sind nochmal heile davon gekommen. Wir fahren jetzt nach Hause. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, wir kriegen morgen den erreicht, der erst angerufen hat. Und dann werden wir auch nochmal den vornehmen. Und ja, schauen wir weiter. Bis morgen, Freunde. Jo, was geht ab, Freunde? Burak ist auch gerade wach geworden. Wir haben verpasste Anrufe von einer Nummer. Die habe ich jetzt einmal anklingen lassen. Und wir haben 3 Mailbox-Nachrichten. Wir werden uns die gleich anhören. Also der eine von jetzt, der ruft nicht zurück. Wundert euch nicht wegen dem neuen Handy. Wir mussten neues Handy anschaffen, da wegen gewisser Auge, wegen gewisser Eyes of the Tiger. Erste Nachricht. Empfangen um 15 Uhr. 1. Hallo, hier spricht Alex. Ich bin Journalistin und arbeite für Post und ich habe gerade in der Altstadt Ihren Aushang gesehen wegen des Geldes, das Sie gefunden haben. Und ich fand das total bemerkenswert, dass in der momentanen Situation dieser Corona-Krise jemand das Geld nicht einfach einsteckt, zumal ja keine Ausweispapiere mit im Portemonnaie waren, und würde darüber total gerne nochmal mit Ihnen sprechen und eine Geschichte in der Post darüber machen. Es wäre super, wenn Sie mich mal zurückrufen könnten. Meine Nummer ist 017. Danke, würde mich über einen Rückruf freuen. Tschüss.
Was? Was? Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, es hat einfach jemand von der Post angerufen. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, den haben wir auch zensiert. Ja, was ich richtig krass fand, ich weiß nicht, das wäre mir ein bisschen zu heikel, wenn wir uns jetzt mit einem Reporter treffen würden und der irgendwie uns befragt, ey, du hast Geld gefunden, Jan, erzähl mal, ne? Nee, das wäre zu viel für uns auf jeden Fall. Das war's mit dem Experiment. Wir hatten gar keine Zeit mehr dafür. Wir haben heute Samstagabend, morgen wird es veröffentlicht. Also wenn ihr das Video seht, es liegen gerade mal 12 Stunden zwischen der Veröffentlichung und dem Outro hier. Der Typ, der am Anfang angerufen hat, hat sich auch nicht mehr gemeldet. Aber ja, ich hoffe, das Video war spannend genug, hat euch unterhalten können. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen hoch da, Freunde. Tut das für den Rhythmus, bombardiert die Kommentare voll, vergesst nicht zu abonnieren. Danke für alles, danke für euren ganzen Support, Freunde. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, schreibt auf jeden Fall immer in die Kommentare. Ich grüße eure Herzen, bis zum nächsten Mal. Peace.